Hallo ihr Lieben, ich grüße euch. Abschalten ist auch mal ganz wichtig. Und leider in der letzten Zeit ist es nicht wirklich möglich abzuschalten. Ziemlich schwierig. Und deswegen sage ich heute einfach mal ein Prostal, ja? Auf all meine Freunde auf diesem Kanal, die immer tatkräftig mitgemacht haben und zugeschaut haben und mitgedacht und mitgehört haben. Ja, wunderbar. Freue ich mich über das Ergebnis, auch über das letzte Ergebnis der, also meiner Quote und so. Wunderbar. Kann ich doch nicht so schlecht sein, wie manche behaupten, die sagen, ich wäre ein Hurensohn. Zum Beispiel. Oder ich sollte meine Videos doch sein lassen. Ja. Ja. Ja, aber die meisten kennen meine intellektuelle Seite wahrscheinlich doch gar nicht, nicht? Nee, nee. Denn dem Wutbürger, der Wutbürger, ja, das ist meine Figur, ja, die ich jetzt momentan hier immer noch mache. Das ist meine Figur. Und die lebe ich auch gerne aus. Ja. Aber die hat ja bisher ganz gut gefruchtet, oder nicht? Ja. Oder relativ. Naja, ich will ja kein Star werden oder so. Ja. Habe ich keinen Bock drauf. Und ich will auch nicht irgendwie so derjenige sein, der der Schleimscheißer der Nation, ja, gut zureden, aber es nicht ernst meinen. Nein, natürlich meine ich einiges nicht wirklich ernst, das ist ganz normal. Wer macht denn das schon? Ja? Das dürfen wir doch auch gar nicht, weil sonst werden wir doch gleich zensiert. Ja, und deswegen habe ich auch gesagt, man muss auch manchmal bei mir öfter mal hinhören, was ich denn auch meine. So, nun ist es so, dass ich mit diesem Video einfach nur vermitteln möchte, man muss auch mal abschalten. Und das mache ich jetzt auch. Ich mache jetzt auch mal ein bisschen Pause. Ja. Und Themenbereiche sind sehr groß gefächert und das kriegen wir auch noch in Griff. Ja, sicher. Da werden wir sicherlich auch noch fündig und können da noch mal ausführlich werden. Ja, meine Lieben, den letzten Beitrag, den ich geliefert habe für die Frauen. Ich hoffe, dass es eben halt positiv angekommen ist und so wie ich das an meinen Quoten gesehen habe, ist es positiv angekommen. Denn so sollte auch es auch sein, ja, wenn man in einer modernen Gesellschaft lebt, dann, ja, bitteschön, nicht wahr? Nun ja, auf jeden Fall ist es so, dass ich persönlich mir jetzt eine kleine Auszeit nehme. Ich schicke euch auf eine Reise, auf eine Gedankenreise. Ja, schaut euch in Ruhe meine Videos nochmal so an. Also zumindest die Themenbereiche. Nicht das, was ich sonst so gemacht habe. So zwischendurch oder so. Ne? Also, sondern die Themenbereiche. Ja, die wichtigen Sachen eben halt. Lege ich euch nahe, dass ihr euch das dann nochmal anschaut oder so. Ne? Und weil der Mensch vergisst ja auch sehr oft und sehr schnell. Das passiert ja eben halt, das kenne ich von mir selber ja auch. Wir sind ja alle nicht perfekt, nicht wahr? Und nun ja, abschalten ist auch mal wichtig, weil sonst springt das Hirn über. Und das habe ich beim letzten Mal bei Serge Menger nämlich auch gesehen. Lieber Serge, überfordere dich nicht. Bring dich ein Video nacheinander. Das habe ich auch gemacht. Diesen Fehler habe ich auch mal gemacht, eine Zeit lang. Dass, wenn ich nichts zu sagen habe, dass ich dann irgendein
Blödsinn gebracht habe, was eigentlich normalerweise nicht redenswert ist, da muss man schon genau in den Rahmen und in den Feldern gucken, dass man auch genau richtig darstellt. Ja? Es macht keinen Sinn, dass man nachher lächelt und hast du gesehen, der und der und der Serge. Nein, nee, Quatsch, komm, hör auf. Ne? Konzentriere dich auf wichtige Themen. Ja, und das mache ich jetzt auch. Und das sollte der Serge auch tun. Ne? Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Ich glaube, ich habe noch was vergessen. Aber ist mir, glaube ich, entfallen. Aber ist auch gar nichts. Ups. Hey, hey, hey. Stück auf. Ne? Auch gar nicht so wichtig. Wichtig ist, was ich mit dieser Botschaft mal bringen sollte oder bringen möchte, ist mal einfach abschalten. Einfach mal abschalten. Ja? Und deswegen gucke ich mir auch gerne mal so diese Sachen von Jero an. Ja, das ist sehr erfrischend. Ja? Oder diese kleine Lidiro. Die ist so witzig. Ja, ne? Einfach mal abschalten. Einfach mal abschalten von dem, was wir hier sowieso Tag und Tag erleben und so. Und dieses Säbelrasseln jetzt mit Nordkorea und Trump und so. Auch totaler Blödsinn. Das ist nichts. Da wird nichts, da wird auch nichts kommen. Glaubt mir das. Das ist nur, ne? Die Leute bei Laune halten. Mehr ist es nicht. Macht euch keine Gedanken. Ne? Das ist Quatsch. Da wird nichts passieren. Ne? Also, in diesem Sinne, meine Lieben, ne? Lasst euch nicht verscheißen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und dann werde ich mit einem richtig gutes Thema aufschlagen. Ne? Gönnt euch ein bisschen Ruhe. Macht's gut. Bis dann.